1977 hatte ein Film Premiere, der uns verblüffte. RIS 3-1, wollen Sie offiziell ein UFO melden? Er forderte uns heraus. Er verstörte uns. Er raubte uns den Atem. Ein Meilenstein in der Geschichte des Films. Ein vollkommen neues Erlebnis. Eine Reise, die Sie nie vergessen werden. Unheimliche Begegnung der dritten Art. Der Organismus dieser Kreaturen ist an Hitze gewöhnt, also ist das einfach die sicherste Art, sie zu töten. Aber das kann leider Stunden dauern. Wenn sie alt genug sind, erreichen sie die Fruchtbarkeit. Hier sieht man das. Steckt eine Larve. Die Larve selbst ist fast unzerstörbar. Hat sie gesagt, es kam von einem Meteor? Sie sagte, meteoritenhaftes Objekt. Nach unseren Berechnungen hat es einen Durchmesser von über 550 Kilometern und seine Masse entspricht etwa einem Viertel unseres Mondes. Should we win the day? The 4th of July will no longer be known as an American holiday, but as the day when the world declared in one voice, we will not go quietly into the night, we will not vanish without a fight. We're going to live on. We're going to survive. Today, we celebrate our Independence Day. This could be the beginning of the end for the human race. For what men first thought were meteors or the often ridiculed flying saucers are in reality the flaming vanguard of the invasion from Mars. Thank you.
bomb. Gut, keine vorzeitige Öffnung. Ihr habt alle so furchtbare Angst vor mir. Aber jetzt müsst ihr euch um was anderes Sorgen machen. Ihr habt doch keine Angst im Dunkeln, oder? Alle benehmen sich ganz merkwürdig. Besonders die Lehrer. Ich weiß, was du meinst. Kommt mir so vor, als ob alle Menschen hier aus Kokons geschlüpft wären. Menschen aus was? Wie in die Körperfresser kommen. Ein kleiner Ort wird von Aliens eingenommen. Das war ein Witz. Casey denkt, sie sind ein Alien. Wenn wir sie nicht aufhalten, breiten sie sich weiter aus. Wir müssen kämpfen. Twelve men have just discovered something. For 100,000 years, it was buried in the snow and ice. Now it has found a place to live. Inside. Where no one can see it. Or hear it. Or feel it. You guys gonna listen to Gary? He can feed one of those things! Wir sind ein Rettungsteam, keine Attentäter. Wie wollen wir das durchziehen? Der Dschungel kennt keine Regeln. Wir müssen ihren Unterschlupf finden, machen sie fertig, schnappen uns die Geiseln und sind wieder zurück über die Grenze, ehe die überhaupt merken, dass wir da waren. Wieso ist Billy denn auf einmal so nervös? Wenn du hier den Durchblick verlierst, bist du wirklich am Arsch. Irgendwas lauert da draußen auf uns. Und das ist kein Mensch. Show geht los, Kleiner. Darf ich reinkommen? Ein Elite-Team. Furchtlos, stark und mit einer Mission. Du blutest, Mann. Ich habe keine Zeit zum Bluten. Doch wer nicht kämpft, ist verloren. Arnold Schwarzenegger in Predator. Das ist eben Flugzeug. Das ist kein Flugzeug! Es ist eins und jetzt komm wieder runter, verstanden? Wyatt, ich weiß, dass du da drin bist. Wir waren draußen auf Nixons Farm, Wyatt.
Sie sind hinter uns her. Das weißt du besser als ich. Ich würde meinen Arsch darauf verwenden, dass du weißt, was wir hier draußen im Bett haben. Woher wusstest du das? Das mit dem Implantat? Ben, ist eine Ahnung. Wyatt? Könntest du mich nicht mal untersuchen, ob ich so einen Klicker in mir habe? Geometrische Form in der Größe von einem Fußballfeld. Auf jedem Sender kommt das Gleiche. Auf jedem Sender. Das ist der 18. Punkt eines Kaumzeichens, der in den letzten 3 Tagen gemeldet wurde. Man schickt einen Aufklärungstrupp. Sowas nennt man Sondieren, um sicherzugehen, dass die Luft rein ist. Rein wofür? Für die, die nachkommen. Es geht los. Hab keine Angst. Auf der ganzen Welt verpflichten sich junge Menschen, um für die Zukunft zu kämpfen. Ich leiste meinen Beitrag. Ich leiste meinen Beitrag. Ich leiste meinen Beitrag. Auch ich leiste meinen Beitrag. Sie alle leisten ihren Beitrag. Und Sie? Treten Sie der mobilen Infanterie bei und kämpfen Sie für die Zukunft. Aus den Trümmern und der Asche von Buenos Aires erhebt sich Trauer. Und es wächst der Zorn. Nur ein toter Bug ist ein guter Bug. In Genf trat der Rat der Föderation zusammen. Wir müssen dieser Bedrohung unseren Mut, unser Blut und unser Leben entgegensetzen. Sorgen wir dafür, dass die menschliche Zivilisation und nicht Insekten die unbestrittenen Herrscher dieser Galaxie sind und auch bleiben. Wissenschaftler bemühen sich, neue Wege zu finden, wie man die Bugs töten kann. Die Drohnen des Arachnoiden-Volkes sind nicht besonders klug. Kleiner Tipp, immer auf das Nervensystem zielen. Damit bringt man sie zur Strecke. Welche Geheimnisse verbergen sich in diesem rätselhaften Wesen? Wissenschaftler arbeiten Tag und Nacht daran. Nur wenn wir die Bugs verstehen, werden wir sie besiegen. Wir haben die Schiffe... Wir haben die Waffen. Wir brauchen sie alle. Kämpfen Sie für die Zukunft. Starship Troopers. Kommt schon, ihr wilden Hunde, es geht los, wollt ihr denn ewig leben? Zur Gesicht bekommen. Lass sie gefälligst in Ruhe! Ich muss Charles bei seinem Film helfen. Uns fehlt jegliche Information über die Fracht.
Sie haben Bedenken wegen unserer Fracht? Colonel, gibt es vielleicht was, das ich darüber wissen sollte? Ich versichere Ihnen, die Antwort ist nein. Ich habe Sachbeschädigung, ich habe Diebstahl. Und ich habe jetzt 9 vermisste Personen. Hier gehen Dinge vor sich, die ich nicht erklären kann. Wir müssen dieses Ding finden. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Lauf! Was läuft hier? Mein Name ist Robert Hawkins. Vor ungefähr 7 Stunden hat irgendein Ding die Stadt angegriffen. Ihr habt das hier gefunden. Und wenn ihr euch das anseht, wisst ihr mehr darüber als ich. Gesehen. Rob, Rob, es lebt. Hey, du kannst nicht in die Innenstadt gehen. Na los, komm schon. Wir müssen hier raus. Ihr könnt jetzt nichts für sie tun. Was ist das für ein Ding? Was es auch ist, es gewinnt. Weißt du, was da draußen ist? Ist doch egal, was da draußen ist. Hör mir zu, sie stirbt. Was war das? Dich in 4 Stunden wieder, wir kriegen halb Korea angeliefert. Geht nicht, vergiss es. Weißt du, was dein Problem ist? Davon könnten dir eine Menge Frauen ein Lied singen. 8:30 Uhr? 8 Uhr war abgemacht. Hallo, Dad. Hallo, Rachel. Wir sind Sonntagabend um 9:30 Uhr zurück. Er ist direkt hinter unserem Haus eingeschlagen. Ein Blitz schlägt nie zweimal an. Ist doch komisch, Ray, oder? Jedes Auto. Hab ich noch nie erlebt, so viele Blitzeinschläge an derselben Stelle. Spürt ihr das? Irgendwas bewegt sich da unten. In einer Minute sind wir hier raus. Schnell, hol deinen Koffer und bring ihn. Hörst du? Du machst mir Angst. Wozu? Was ich dir sage. Ist doch komisch, Ray, oder? Jedes Auto. Hab ich noch nie erlebt, so viele Blitzeinschläge an derselben Stelle. Spürt ihr das? Irgendwas bewegt sich da unten. In einer Minute sind wir hier raus. Schnell, hol deinen Koffer und bring ihn. Hörst du? Du machst mir Angst. Wozu? Was ich dir sage. Vor 7 Tagen hat einer meiner Satelliten über der Antarktis eine Pyramide entdeckt. Möglicherweise die älteste Pyramide der Welt. Wo genau auf dem Eis ist sie? Sie ist nicht auf dem Eis, sondern 600 Meter unter dem Eis. Schreiben wir Geschichte. Oh mein Gott. Was war denn das für ein Ding? Wie nannten Sie diesen Raum hier? Das ist die Opferkammer. Die jagen nicht uns. Wir sind mitten in einen Krieg geraten. Thank you.
E.T. zu Haus telefonieren. E.T., der Außerirdische. Ich bin immer bei dir. Zu den aktuellen Nachrichten. Die ganze Welt ist Zeug. Die Geschichte der Menschheit hat sich seit heute verändert. Dieses Raumschiff scheint über Johannesburg stehen zu bleiben. Sie geben so viel Geld aus, um sie hier zu behalten. Sie könnten es doch für andere Dinge verwenden. Wenigstens halten sie getrennt von uns. Wir berichten live aus District 9, dem Flüchtlingscamp, das errichtet wurde, um die Aliens von der menschlichen Bevölkerung zu trennen. Ich weiß nicht, auf dem hier sind Markierungen drauf von... Es stammt also definitiv von Aliens. Eigentlich wusste niemand, was das für ein Ort war. Wie funktionieren eure Waffen? Genau hier hat der letzte Super Bowl stattgefunden. Lass mich raten, ein Klassiker. Der Klassiker überhaupt. 80.000 Leute. Nur noch Sekunden auf der Uhr. Der Quarterback wirft übers ganze Feld. Touchdown! 166 ist wieder online. Vor 60 Jahren wurde die Erde angegriffen. Wir haben den Krieg gewonnen, aber sie haben den halben Planeten verwüstet. Alle wurden evakuiert. Menschen gibt es hier nicht mehr. Actually, the old man was too drunk, so I didn't believe him and started laughing.